Dann würde ich sagen, starten wir hier mit Zelda, Majora's Mask. Beim letzten Mal kann man, glaube ich, allein daran schon sehen, dass wir sehr erfolgreich waren. Wir haben nämlich alle Masken mittlerweile. Und, naja, an Items fehlt uns prinzipiell auch nur noch das Feenschwert. Karten haben wir alle, uns fehlt auch nur noch der Felsenturm. Auch wenn wir nochmal zu Goat müssen, keine Sorge, diesmal lassen wir ihn in Ruhe. Ich glaube, wir müssen ihn nicht mehr töten. Wir haben ihn schon dreimal getötet, um dort nochmal die Feen zu holen. Und uns fehlt noch der Gesang des Himmels. Und prinzipiell fehlt uns auch noch der ganze Stuff für den Felsenturm, weil ich glaube, wir haben bisher nur zwei Schlüssel. Wir haben noch nicht den Boss-Key und auch die anderen zwei Schlüssel nicht. Und ja, mein Plan für heute ist auf jeden Fall erstmal, die Feen in Peak Hibernia nochmal zu holen. Weil prinzipiell habe ich gesehen, wir brauchen nur zwei Schlüssel, um an alles dran zu kommen von den dreien. Eins können wir nämlich skippen, eine Schlüsseltür, weil da kommen wir quasi über den Hintereingang auch nochmal rein. Das ist noch schon mal ganz gut. Und dann gehen wir noch in den Brunnen, holen da noch, oder wir gehen als allererstes in den Brunnen und holen da noch zwei Truhen. Dafür brauche ich ein bisschen Geld. Denn prinzipiell brauchen wir nur ein blaues Elixier, um da an alles dran zu kommen. Ich nehme aber direkt schon mal die beiden Schlüssel mit. Wobei, die werde ich eh gleich brauchen. Die sind nämlich direkt hier in Unruhstadt. Und zwar im Bombenshop und im normalen Shop. Nehmen wir uns direkt auch mal mit. Und dafür nehme ich mir erstmal eine Menge Geld mal mit. Uff, ich weiß halt gar nicht, wie viel ich brauche. Das Elixier kostet 50. Das rote Elixier hier kostet 30, 40, 50 herum. Ich nehme mal 300 Rubine mit. Sollte reichen. So, dann Nummer 1. Die Bombentasche hier. Ne, heute ist ein ganz normaler Stream. So, willkommen. So, das hier ist Schlüssel Nummer 1. Für Snowhead. Ach, das ist auch übrigens außerdem so schön, dass wir die Hasenohren haben. So froh drüber. So. Der wollte, glaube ich, auch nicht mit uns reden, wenn wir nicht die, wenn wir die Hasenohren anhaben. Schlüssel Nummer 2 war das hier. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann holen wir uns jetzt eben noch ein blaues Elixier. Das ist der Seed, wo Goat Milch gibt, genau. Und zwar gehen wir dafür mal zum Minkana Canyon. Oder prinzipiell nicht nur Goat, sondern wo jeder Boss im Endeffekt Milch gibt. Wer kennt sie nicht? Die gute Kriegermilch, die Fischmilch, die Bullenmilch und die Wurmmilch. Ja, geil, ne? Rückwärtslauf ist ungefähr so schnell, fast so schnell wie mit den Hasenohren. Das mag sein. Rückwärtslaufen sieht blöd aus. Außerdem kann ich nicht gucken, wo ich hinlaufe. So, und von dir hätte ich jetzt gerne noch ein blaues Elixier. 100 kostet das. Okay, ich dachte 50. Egal. Dann gehen wir einmal in den Brunnen. Und ich mache mir jetzt an der Seite noch mal kurz die Karte auf von dem Brunnen. Damit ich da den Überblick habe. So. Damit ich weiß nämlich, wo ich hin muss. So und so. Und dann einmal. Wir werden den Brunnen auf jeden Fall nicht auf eine normale Art und Weise durchlaufen, sondern ein bisschen abkürzen, sage ich mal. Vor allem, wir gehen halt nur von vorne einmal rein und dann einmal von hinten. So, einmal die Maske wechseln.
So. Dann einmal mit dir reden. Du willst nämlich ein blaues Elixier haben. Bitteschön. Das ist übrigens der Weg, den nie jemand geht, weil dahinter nur eine Feenquelle und ein Ding ist es. Ein... Ich wollte keinen Fisch haben. Eine Feenquelle und eine Truhe mit 50 Rubinen. So, ich brauche einfach nur Wasser. Okay, das sind keine Fische mehr. Und schnell durch. Okay. So, dann müssen wir mit dir reden. Du willst einfach nur H2O. Bitteschön. Huch. Nein, Microsoft, ich möchte nicht, dass du Zugriff auf das Senden meiner E-Mails bekommst. Und ich möchte nicht, dass du Zugriff auf meinen Kalender bekommst. Ist einfach random geöffnet. The fuck? Microsoft, please. So, und hier in der Ecke, wenn ich Feuer hätte. Wenn ich Feuer hätte? Wait. Und wenn ich Dekus... Wisst ihr, normalerweise hat man immer so ein paar Kleinigkeiten da. Aber ich habe nicht mal einen Pfeil, den ich dagegen schießen kann, um Feuer zu erzeugen, ne? Okay, laufen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht finde ich da zufällig noch ein bisschen was. Ja, das ist auch nur eine... Ja, ich werde mir raussuchen, was ich brauche. Das habe ich auch. Ich brauche prinzipiell nur ein blaues Elixier, den Rest kriege ich hier drin. Das Problem ist aber, ich hätte nicht gedacht, dass es daran scheitert, dass ich einfach mal keinen einzigen Pfeil und keinen einzigen Dekustab habe. Und daran ist es jetzt gerade leider gescheitert. Weil ich nichts von den beiden dabei habe. Das ist schon traurig. Ich hoffe mal, die bleiben dauerhaft weg, wenn man das einmal gemacht hat. Nicht, dass ich jetzt da gleich zurückgehe und der mir sagt, ja, ich hätte gerne jetzt nochmal ein blaues Elixier. Wenn nicht, dann bist du ein Arsch und musst gehen. So, hier unten ist doch sicher irgendwo ein Busch mit ein paar Pfeilen drin. Na, Bombe, Pfeile, perfekt. Und man geht gleich auch noch dazu. Die bleiben weg. Okay. Immerhin. Weil wie gesagt, wir brauchen eigentlich, wenn wir von vorne reingehen, einmal blaues Elixier, Wasser und Käfer für die eine Truhe. Und für die andere können wir quasi einfach von hinten reingehen. Also von der Seite vom Spiegelschild. Und da brauchen wir eigentlich nur einmal Käfer. Dann war es das auch schon. So. Dann können wir das jetzt auch mal richtig machen. Und einmal durch. So. Weg damit. Ich sehe nichts. Wo liegt dann? So, da ich zweimal Käfer brauche, nehme ich auch direkt zweimal welche mit. Da ist ein Käfer. Und ein zweites. Zweites? Geht doch. Nein, das war die falsche. Da wollte ich hin. So. Und dann muss ich jetzt hier rüber zu dem hier. Du möchtest was Kleines, Creepiges. Bitteschön. Und jetzt schnell wegrollen, bevor gleich die Hand runterkommt und mich erwischt. Achso, das ist nur die Hand, die kämpfen möchte. Gar nicht die, die mich aus dem Dungeon schmeißt. So, und in dem Raum ist eine versteckte Truhe.
Dann nehmen wir die einmal mit. Und in dieser Truhe ist ein Zwacken. Erstmal abhaken. Okay, raus hier. Das hat sich gelohnt. Oder so. So, einmal wieder raus zu Ikana Canyon. Das Zwacki-Krokodil. Ich glaube, so langsam, wir müssen mal alle Zwacken durch haben, weil allzu viele Truhen gibt es gar nicht mehr in diesem Spiel. Das ist ja die Sache. Moment. Eine nehme ich jetzt aber nochmal mit. Nicht, dass uns jemals die Leben ausgehen würden, aber who knows. So. Einmal die Lichtfalle, damit wir hier wieder rauskommen. Und dann auch wieder zu Ikana Schloss. Ich weiß, ich könnte auch einfach den Schalter hinter mir verwenden. Aber dafür bin ich zu faul. So, Brunnen war da hinten. Wobei, die brauche ich noch, die Lichtpfeile. Klingt immer so schmerzhaft, wenn er da runterfällt. So, und weg damit. Sache ist, komme ich jetzt hier raus oder muss ich die alle nochmal anzünden? Ich komme raus, perfekt. Oh, hi. No. Lass das. Lutsche mir nicht mein Leben aus. Der wollte mich. So, jetzt müssen wir geradeaus durch. Und dann nach rechts. Zu dir hier. Du willst auch nämlich was Creepiges. Bitteschön. Die Vergewaltiger-Mumien. Es ist schon, ne? Naja, hier waren auch wieder ein paar. Moment. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Einmal das und einmal das. Hi. Und hi. Meine Güte, wie viele Spinnen sind hier im Dunkeln? Okay. So, wahrscheinlich muss ich einfach alle Lichter anmachen. Gerade noch gesehen. Das hat fast funktioniert. Da. Und da. So. Mal gucken, ob die Truhe sich vielleicht eher gelohnt hat. Dann auf zu Pikhibernia. Let's go. Die Mumien haben die Zwacken geliebt. Zwackeluja. Zwackeluja. Ja, das Zwacken, Halleluja hier. Ja, da ist irgendwas vor uns. Ich weiß. Ich wollte mir jetzt erstmal nur die Magie. Komm hier die Magie? Da ist die Magie. So. Snowhead zum. Keine Ahnung, wie viel Mal wird es da reingehen. Aber diesmal gehen wir zum Feensammeln rein. Und um so ziemlich alles andere zu holen, weil jetzt können wir den Dungeon auch mehr oder weniger abschließen. Ich habe nämlich wirklich mal nachgeguckt, weil uns fehlt ja immer noch ein Schlüssel für
Picky Bernier. Aber ich bin in den Abgrund gefallen. Wie gesagt, uns fehlt halt immer noch ein Schlüssel. Habe ich halt extra geguckt, ob man durch den Dungeon kommt, auch nur mit zwei Schlüsseln, wenn man hier und da ein bisschen was skippt. Und das ist zum Glück halt auch möglich. Dass man einfach eine Tür skippt und dann alles erledigen kann. Und dann trotzdem überall drankommt. Nein! Ich habe extra gebremst und es hat einfach nicht gereicht. Und gut so, diese Trommel. Not again. Please let me sleep. Wer bremst, verliert. Hier der Beweis. Eigentlich brauche ich mich nicht zu ducken. Bringt mir eh nichts. Ich kann ja versuchen, die Dinge einfach abzublocken mit meinem Schlag. Nice. Hat sogar wirklich funktioniert. Jetzt gelacht, wenn jetzt noch so ein Ding von oben gekommen wäre und mich einfach direkt in den Abgrund gehauen hätte. Der bremst, verliert. So will ich auch Auto fahren. Nein. Wir wollen schon in den Dungeon rein. So, und zwar diese Tür links, die werden wir nicht aufmachen. Die ignorieren wir. So. Wir kommen nämlich auch so ganz gut durch. So. Dann wollen wir mal. Zack und zack. Da unten war die erste. Und die zweite war auch gleich hier um die Ecke. Na, sehe ich schon fast. Fast. Perfekt. So, dann in den Mittelraum. Wobei, Moment. Wobei, ich werde es wahrscheinlich... Nee, brauche ich, glaube ich, nicht. Ich gehe jetzt zuerst hier hoch und hole mir eine, die eine Feder oben. Der ist schon wieder hier. Oh, stimmt. Hier läuft auch irgendwo eine random Fee rum. So, weg mit dir. Und hoch da. Na, kriege ich die Magie noch? Nice. So, die Sache ist jetzt... Ich glaube, ich komme da nicht bis nach ganz oben dran. Oh, nice. Ich vergaß, hier wird alles dunkel, wenn ich das aktiviere. Darkness. Okay, hat funktioniert. Was wäre eigentlich hier nochmal drin gewesen? Ein Herzteil. Ich kann auch nochmal gucken. Da hinten ist ja auch theoretisch noch eine Truhe, was da theoretisch drin gewesen wäre. Oh nice, das killt ja einfach One-Hit mit meinem starken Schwert. Aber Moment, ich muss sie auch alle besiegen, damit die erscheint, ne? Geh mal weg. So. Die Truhen hatten wir zwar alle schon mal, aber wer weiß, vielleicht ist da noch mal ein bisschen Geld drin oder so. Kann man ja mal mitnehmen. Wer weiß, ob man es irgendwann noch brauchen wird. Ja, guck mal, nochmal einen Zwacken bekommen. Richtiger Zwacken-Stream heute hier. Auch noch mit. So. Dann gehen wir erstmal hier auf die... Ne, wir gehen erstmal nach unten. Holst da unten einmal die... Also eigentlich stand ich gerade voll in der Lava drin, bevor ich da rausgerollt bin. Nachdem ich danach wieder... Oder bevor ich dann von dem Gegner wieder da reingeschmissen wurde in die Lava. Aber gut.
Meine Güte. So, gib mir die nächste Fee. Dann schon mal die fünfte. Nehmen wir noch ein paar Sachen mit und hauen wieder ab. Wir können auch live Jan einen Zwacken geben. Einfach Tier 3 haben und ihr macht einen Zwacken-Stream noch zwackiger. Hashtag Sellout. Hashtag okay. So. Dann haben wir hier hinten theoretisch noch die nächste kleine Truhe. Ich nehme einfach alle Truhen mit, wer weiß. Wie gesagt, vielleicht ist da irgendwo nochmal was Gutes drin oder so. Zack. Sushi! Danke, dass du Woggle einen Sub geschenkt hast. Super geil von dir und Woggle, viel Spaß mit den Emotes. Was denn? Ja, ich hab's einfach mal von dir geklaut. So. Rein theoretisch können wir mit dem Sora auch auf diesen, auf das Ding da drauf klettern. Ich kann mich auch einfach mit dem Fanghaken da hochziehen. Ist auch ganz easy. Au. Au. Moment, ich wollte die Truhe ja noch holen. Na, war da irgendwas Interessantes drin? Nice, ich habe mein Spiegelschild wieder verloren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so geil. Kannst du kurz in der Datei gucken, wo ich den Spiegelschild bekommen habe? Downgrade. Ja. Ist halt, oder kann ich hier irgendwie aussuchen? Nee, ich kann mir nicht aussuchen. Mirror Shield dann einfach. Das fragst du mich was. Kannst bei beiden mal gucken. Na, komm her. Dann die Stone Mask. Weil Gold Herz Container hatten wir jetzt schon, glaube ich, ein paar Mal. Das war es, glaube ich, nicht. Wie rum war das denn jetzt? Okay. Dann ist das so rum, wohl zu verstehen. So. Ja. Okay. Hier ist übrigens die eine Tür, die ich meinte, die wir einfach skippen können, weil wir, naja, wie man sieht, auch so da reingekommen sind in diesen Raum. So. Brauche ich das? Eigentlich ja nicht, weil ich komme auch so an die ganzen Sachen dran. Wird das jetzt irgendwas gebracht, hier hochzugehen? Irgendwie nicht. Ich glaube, wir brauchen das Ding nur, um da rechts hoch zu gehen. Gut, dass es ja auch ein paar Bomben gibt. Nice. Ah ne, hier ist noch eine Maske. Noch eine Fee. Da muss wohl doch noch irgendwas aufschmelzen. Mein brennendes Verlangen hier. Wahrscheinlich erscheint dann die Truhe da oben links, wo ich eben war. Okay. Ja, das Problem hat übrigens auch mit der Bombentasche. Und die Sache ist, ich glaube, ich werde mir die auf jeden Fall auch nochmal holen. Das Spiegelschild, weil ich glaube, das könnten wir für den Felsenturm schon ganz gut gebrauchen, so ein Spiegelschild. Das heißt, ich werde in meiner Liste am besten auch nochmal so einen Abteil machen für progressive Items. Dass man die auch, dass man auch sehen kann, wo man welches davon bekommt. Ich denke mal schon, dass man noch die besseren Items noch ein zweites Mal holen kann. So. Damit ich jetzt nicht allzu viel Magie verschwende. Machen wir das mit den Eiszapfen hier oben. Ja, was tue ich da? Pfeile verschwenden.
Wobei, eigentlich muss ich das gar nicht alles machen, fällt mir gerade auf. Ich muss eigentlich nur einmal da vorne die Fee holen und dann kann ich eigentlich wieder gehen. Au! Thank you.